Wie zusammenarbeiten, wenn es im Bergwald brennt? Feuerwehr und Bergwacht haben das in Sachrang besprochen und erprobt. Ein Fazit am Abend? Ja gut, ich bin jetzt auch schon über 40 Jahre bei der Feuerwehr. So eine Brandbekämpfung habe ich selber noch nie mitgemacht. Und ja, war auch was Neues jetzt. Zu Beginn jedoch erst einmal ein Erfahrungsaustausch. Es gibt ja viele Länder, EU-Länder, internationale Länder, die leider sehr viel Erfahrung haben mit großen Waldbränden, sehr, sehr viel Wissen angehäuft haben. Und wenn man das portiert, übertragen kriegt, ja, warum sollen wir alles neu erfinden? Weil ja Schmarrn, deshalb sind wir da froh, wenn wir Wissen kriegen und das, ich sag mal, dann anwenden können. Mit im Boot ist der Katastrophenschutzbeauftragte der Bayerischen Bergwacht. Das ist der Sondereinsatzanhänger Natur und Umwelt der Bergwacht Bayern. Von denen haben wir zwei Stück, einen in Murnau und einen in Altötting. Und letztendlich ist hier alles an Sondermaterialien drauf, was wir zum Beispiel brauchen für ja, in erster Linie Vegetationsbrände. Die Kletterausrüstung ist für den Einsatz im unwegsamen Gelände unerlässlich. Mit feuerfestem Seil, versteht sich. So kennt's der Feuerwehrmann Thomas Paricke noch nicht. Also das Feuerwehrmann schon, aber in Zusammenarbeit mit der Bergwacht eigentlich so jetzt noch nicht. Wie bei einem Brand am Berg Feuerwehr und Bergwacht Hand in Hand gehen können, wird in Sachrang demonstriert. Dazu werden auch das Wissen und die Erfahrungen der zunehmenden Waldbrände weltweit beherzigt. Linton Pronto vom European Forest Institute, der Initiator des Abends, zeigt es mit einfachsten Mitteln. Mit dieser Patsche kann man ausfahren, noch, gell? Bei den Rennen hier, das ist meistens, dass man streicheln. Ne? Man geht so nah wie möglich oder so direkt wie möglich an den Front, um das möglichst klein zu halten. Und Brandbekämpfung besteht auch immer auf drei Sachen. Ne? Also, dass man quasi das Brennmaterial entzieht, Sauerstoff oder die Wärme. Mit seinem Waldbrand-Klimaresilienzprojekt, das vom Bund gefördert wird, will er internationales Wissen in den Alpenraum vermitteln, am Beispiel Chiemgauer Berge. Das haben wir jetzt ganz effektiv löschen können, rauskriegen können mit einmal Feuerpatsche, Rucksackspritze. Wie man auch sehen kann, da glühen noch einige Stellen. Überdies hat er 3.500 Euro locker machen können für 6 Sets mit solchen Gerätschaften, die jetzt an Senner im Chiemgau verteilt werden. Das läuft sehr gut an der Basis. Wir haben im gesamten Alpenraum und international schon sehr viele Einsätze mit der Feuerwehr gehabt, wo Freundschaften danach entstanden sind. Aber ich glaube, so auf politischer Ebene, auf Verbandsebene, da haben wir noch Hausaufgaben zu machen. In Sachrang jedenfalls, da haben sie sich jetzt schon mal erfolgreich zusammengerauft. Thank you.